Achso, sind wir noch drin oder was? Ne, was soll ich denn daraus schneiden? Wie du noch eine Wespe fängst? Während ich rede, machst du so, dann gehst du aus. Herzlich willkommen und moin, ihr Sizzler, zu diesem Video. Heute machen wir richtig geniale Rinderrouladen auf eine, ich möchte sagen, spezielle Art und Weise. Ja, ich freue mich darauf schon die ganze Zeit, denn wir haben uns nicht lumpen lassen. Wir haben überlegt, es gibt ein klassisches Produkt, wenn man ans Kochen denkt. Jeder Deutsche, jede Deutsche weiß sofort, Rinderrouladen ist ein richtiger Klassiker der deutschen Küche. Ich liebe sie. Wir lieben sie auch. Und vor allem das Schöne an so Rinderrouladen ist, die spart man ja über einen längeren Zeitraum. Genau. Und dann zerfallen die irgendwann. Und dann sind die einfach super lecker. Wenn ich darüber nachdenke, dann wird mir schon wieder... Schön mit so viel Soße und so. Geil. Und genau aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, die heute mal auf eine andere Art und Weise zuzubereiten. Einfach, um euch so ein bisschen zu inspirieren. Denn wir haben hier ein Top-Produkt. Ja. Das ist ein Angeberprodukt. Nach vorne. Wer eine klassische Schokolade kennt, die sehen meistens dunkelrot aus und sind so dünne Flatschen. In dem Fall ist es auch dunkelrot und dünner Flatschen. Aber wir sehen hier ganz, ganz, ganz viel intramuskuläres Fett. Es ist nämlich hier so die Rinderroulade des Wagyu-Rinds. Wir haben uns hier Rinderrouladen von der Wagyu-Zucht Nordfriesland zukommen lassen und ich kann euch sagen, dieses Produkt sieht abnormal aus. Und ja, wenn diese Roulade trocken wird, dann fresse ich hier einen Besen. Stande Pede. Das halten wir fest, wir werden das auch durchziehen. Enttäuscht mich, es war fast peinlich schon. Du hast die ganze Zeit so gestanden. Ich war schon fast heilig. Okay, wie bereitet man eine Roulade zu? Ganz einfach, die Zutaten sind easy. Ich habe zum Beispiel früher, als ich das erste Mal so mit Kochen angefangen habe, war Roulade eins meiner Einstiegsgerichte, weil ich mir gedacht habe, da brauche ich nicht viel Zutaten, das kriege ich auch so hin. Bisschen Senf, der wird hier reingestrichen. Da könnt ihr natürlich jeden Senf nehmen, auf den ihr Bock habt. Ich weiß auch, dass manche darauf schwören, dass es ein besonders scharfer Senf sein muss. Andere wiederum sagen, nee, ich mag gerne den körnigen Senf. Ja. Oder süßen Senf, habe ich auch schon gehört. Ja, alles mögliche, auch Dijon-Senf schon. Oh ja, habe ich früher auch gemacht. Ja. So, dann Gewürz eurer Wahl. Ehrlich gesagt, klassisch kann man das so machen, dass man sagt, man nimmt einfach nur Pfeffer und Salz. Reicht völlig aus. Wir nehmen jetzt bei uns unser Magic Smoke. Einfach deshalb, weil die Methode ja, wie wir schon sagten, ein bisschen anders sein wird. Und wir wollen ja auch da geschmacklich vielleicht noch wir wollen ja, dass es schmeckt. Ein, zwei Duftnoten setzen. Genau, so, aber Zwiebel ist auch klassisch, würde ich sagen. Genau. Gürkchen auch klassisch. Ja. Von der Reihenfolge, da könnt ihr auch das so halten, wie ihr wollt. Manche legen auch den Bacon erst da drauf. Ich würde jetzt den Bacon drauflegen und dann die, ja genau, legen wir hier so ein paar Streifen mit hin. Wichtig ist, dass es eben als Füllung in der Roulade drin ist. So, zwei Streifen muss reichen. So, und dann habe ich früher immer die Gurken so genommen. Übrigens beim Würzen den Bacon mal vorher probieren. Bacon ist grundsätzlich ein salziges Produkt. Wenn ich zu viel Salz nehme mit Bacon, könnte es auch schnell mal zu salzig werden. Nur als kleiner Hinweis, drauf achten, nicht zu viel Salz. Oh Leute, das ist ja wohl, das ist ja wirklich frech, ne? Das ist ja wirklich frech. Guckt euch das an. So sieht jetzt diese Rinderroulade aus und ich würde sagen, die wickeln wir jetzt einfach mal alle so weit auf. Alter. Aber bitte, also wenn das keine Angeber-Rinderroulade ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Die Rouladen sind fertig gewickelt und jetzt kommt der Part, der euch vielleicht gar nicht mal so im Kopf hängen geblieben ist. Der wird euch irritieren. Und zwar werden wir heute die Rouladen direkt grillen. Für alle, die sagen, ja okay, wie funktioniert das ganz indirekt? Es gibt von uns natürlich auch Rouladen-Videos auf diesem Kanal, die wir euch da gerne verlinken. Genau, wir haben es mal im Dutch Oven gemacht. Zum Beispiel. Fantastisch. Aber das, was jetzt passiert, glaube ich, ist auch ein echtes Highlight. Ihr kennt ja bestimmt so Grillfackeln. Ne? Das sind so typische, klassische Dinge, die in der Auslage auch bei eurem Metzger liegen können. Ja. Und dazu gehören aber auch Rouladenspieße. Und deswegen werden wir daraus jetzt Rouladenspieße machen und die aufspießen. Da habe ich hier schon was vorbereitet. Ich hoffe, das gelingt mir. Und ich sage mal, das sind die Angeberspieße. Also das sind wirklich die, wo du sagen kannst... Ja, gut. Aber das dürfte auch mit anderem Rindfleisch funktionieren. Wir haben uns hier einfach für die Wagyu-Version entschieden. Ich habe übrigens mein ganzes Leben noch nie Rouladenspieße gegessen. Ich bin sehr gespannt. Ich persönlich bin ja großer Fan von Schmorgerichten. Rouladen, Ochsenbäckchen, Gulasch und Co. Obwohl das ja ein totaler Klassiker ist, ne? Also ja, wie gesagt, ich habe es einfach noch nie gegessen. Es ist irgendwie an mir vorbeigegangen. So, man muss ein bisschen aufpassen, weil das Fleisch auch sehr weich ist. Aber ich glaube, das kriege ich soweit hin. So, guck mal. So jetzt aussehen. Und jetzt habe ich im Prinzip hier drei Teile aus der Roulade geschnitten und die spieße ich jetzt nach und nach hier einfach auf diesem Spieß erstmal auf.
Die Spieße sehen in der Tat sehr appetitlich aus. Ich bin auch sehr gespannt, wie am Ende das Ergebnis wird, gerade was das Thema Zartheit angeht. Denn wir haben es erwähnt, klassische Rouladen geschmort, zerfallen richtig. Bin gespannt, wie sie hier werden. Ja, ich hoffe, dass wir geschmacklich auf jeden Fall einen Knall haben. Ich werde mal so hochhalten. Ne? Sie halten einigermaßen gut fest. Ist sehr weiches Fleisch, aber ich bin zuversichtlich. Kleiner Lifehack. Ich wollte gerade sagen, wir haben uns hier auch was überlegt. Man könnte die jetzt natürlich auch auf dem Rost grillen. Das funktioniert sicherlich, aber es wird Zwiebel, Gurke, Senf, Fleisch, Fett, alles ein bisschen da rauskommen und durch den Rost fallen. Deswegen haben wir hier so eine große Plansche übrigens in unseren wunderbaren Phantom 500, Prestige 500 gelegt, der nach wie vor sehr schön aussieht. Ja, ich muss auch sagen, also wir haben es lange nicht mehr erwähnt, aber dieser Prestige, der sieht einfach, ist einfach eine Perle hier auf der Terrasse. Ne? Da fragen wir auch immer viel nach der Reinigung, aber ihr seht, wir nutzen den hier fast jeden Tag. Und er beurteilt den Deckel einmal selber. Ich finde, es geht auf jeden Fall sehr, sehr gut durch den TÜV. Absolut, absolut. Klasse Gerät. So, jetzt wir haben auf jeden Fall eine große Plansche eingelegt, hat den großen Vorteil, alles, was da jetzt gleich rausfallen könnte, an Säften entstehen kann und so weiter und so fort, bleibt erstmal auf der Plansche. Die ist noch nicht ganz so knackeheiß vorgeheizt, ist auch gut so. Und wir haben ein bisschen Öl drauf gemacht. Und so, denke ich, werden wir, was schätzt du, 10, 15, 20 Minuten? Ja, ich bin gespannt. Wir werden es auf jeden Fall euch berichten. Fakt ist, wir werden sie darauf ein, zwei Mal wenden und das Ganze jetzt direkt grillen und einfach mal schauen, wie das im Ergebnis sein wird. Junge, die Dinger, soll ich dir helfen? Ja, ich drücke. Die Dinger, das ist das derartig, Klack. Derartig lecker aus. Und saftig sind sie auch. Sehen so ein bisschen aus wie damals unsere Apfelrosen. Ja, nur halt aus Fleisch. So, guck mal. Zack. Die Spieße sind tipptopp. Das ist schon nicht ganz. Ich bin gespannt, wie zart dieses Rouladenfleisch wird. Ich glaube, wir machen mal irgendwo hier drinnen, machen wir mal einen Schnitt, ja? Ja, übrigens Grillzeit. Ich wollte es jetzt unbedingt nochmal sagen. Ziemlich 15 Minuten, plus minus 2. Guck mal hier. Temperatur, hätte ich beinahe gesagt, müsste auch soweit passen. Ja, sieht gut aus. Nach einem vernünftigen Gargrad aus. Ja, Rindfleisch kann man wunderbar so essen. So, und jetzt bin ich gespannt, wie das schmecken wird. Es fühlt sich auch weich an, ne? Muss man auch noch mal halbieren, sonst kommen wir ab. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ich bin gespannt, was ihr zu diesen Rouladenspießen sagen werdet. Haut's gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gerne abonnieren den Kanal oder einen Daumen nach oben da lassen. Und du kannst mal sagen, wie es dir schmeckt. Schmeckt sehr lecker. Mm. Oh. Ist aber nicht so zart wie eine geschmorte Roulade, das muss ich auch sagen. Mm. Oh, mehr so von der Sache her so ein bisschen mehr wie eine Grillfackel. Was so eine Wespe da.